Der Alltag der Familie Sobotka beginnt früh. So gegen 6 Uhr macht Frau Sobotka Frühstück. Ihr Mann kann heute bummeln. Seine Spätschicht fängt erst um 14 Uhr an. Die Familie Sobotka haben wir unter mehreren Familien ausgewählt, die uns vom Pressezentrum der DDR vorgeschlagen wurden. Es waren keine Paradefamilien dabei, die mit Aktivistenorden die Wohnung tapezieren können. Es handelte sich zweifellos um normale Arbeiterfamilien, wie es sie zu Tausenden gibt. Andererseits leuchtet es natürlich ein, dass man seitens der DDR für solch ein Vorhaben loyale Staatsbürger präsentieren wollte. Und das sind die Sobotkas sicherlich. Trotzdem, so als Beispiel noch dazu vor einer westdeutschen Kamera aufzutreten, ist schwierig für die Beteiligten. Denn viele Augen sehen später einen solchen Film und was man sagt, wird von Freunden und Bekannten, aber auch von Vorgesetzten und offiziellen Stellen kritisch beobachtet. Keine leichte Aufgabe also für die Sobotkas. So, Heiko, du gehst Kadi holen, ne? Sag's Bescheid. So setz dich hin. Er soll sich ein bisschen beeilen. Was möchtest du essen? Ja. Eine ganze Stunde wird mir nehmen. Inzwischen ist die ganze Familie am Frühstückstisch versammelt. So, Brot. Halbe, ne? Wir vergessen ja nicht, den Schlüssel mitzunehmen, ne? Dass du reinkommst. Ja. Rita Sobotka und der älteste Sohn Heiko. Rita Sobotka arbeitet als Lohnbuchhalterin im VEB Kabelwerk Nord. Rainer Sobotka und der jüngste Sohn Ronny. Rainer Sobotka war früher Boxer, bevor er sich entschloss, Maschinenfahrer im Kabelwerk Nord zu werden. Sobotkas wohnen in einer 2,5-Zimmer-Wohnung in einem neuen Stadtteil von Schwerin, dem Großen Dresch. Die Kinder gehen zu Fuß zur Schule. Es gibt bereits mehrere Schulen in diesem Gebiet. Frau Sobotka geht zur Haltestelle des Werkbusses, der sie in das Kabelwerk bringt. In diesem Neubaugebiet wohnen viele Mitarbeiter aus ihrem Betrieb. Herr Sobotka versorgt den Haushalt. Mit dem Bau dieses riesigen Stadtteils wurde 1971 begonnen. Heute wohnen bereits 30.000 Menschen hier. Bis 1984 sollen es 55.000 sein. Im einstmals menschenarmen, rückständigen Mecklenburg wird immer mehr Industrie angesiedelt. Der Bedarf an Wohnungen ist sehr hoch, denn noch immer leben viele Menschen in äußerst schlechten Wohnverhältnissen. Wohnungsbau wird deshalb mit Hochdruck betrieben. Die meisten Neubaustädte in beiden deutschen Staaten zeugen von einer offenbar gesamtdeutschen Einfallslosigkeit der Städteplaner. Der große Dresch macht da eine Ausnahme. Die Häuser haben unterschiedliche Bauhöhe und verschiedene Farben. Man hat, wo immer es ging, die Landschaft im ursprünglichen Zustand gelassen. Nach der Fertigstellung soll der große Dresch eine Stadt mit eigenem Zentrum sein. Nicht nur Wohnungen, sondern auch Kinder sind, oder genau gesagt waren, Mangelware in der DDR. Durch ein großzügiges Kreditsystem für junge Ehepaare ist der beängstigende Geburtenrückgang inzwischen gestoppt worden. Vermutlich werden viele dieser sehr früh geschlossenen Ehen nicht halten, bis der Tod sie scheidet. Aber dieser Parkplatz vor der großen Kaufhalle, in die Herr Sobotka jetzt einkaufen geht, beweist doch eindrucksvoll, wie stark sich finanzielle Anreize auf die Zeugungsfreude der Bürger auswirken. Die neuen Kaufhallen im großen Dresch sind modern ausgestattet. Da Tausende hier einkaufen müssen, ist man um eine kontinuierliche Versorgung besonders bemüht. Was bei allen Grundnahrungsmitteln und den meisten Spirituosen auch gelingt. Wer jedoch Feinschmecker ist, der wird sehr oft vergeblich suchen. Was nicht bedeutet, dass keine hochwertigen Lebensmittel erzeugt werden. Aber die Devisenknappheit zwingt die DDR dazu, vieles zu exportieren, was auch im eigenen Land dringend gebraucht würde. Das trifft auch für Fleischwaren zu.
Die DDR hat außerdem eine Reihe von Verpflichtungen gegenüber den sogenannten Bruderländern. Sie liefert zum Beispiel Fleisch und andere Erzeugnisse ins notleidende Polen. Was bei den Bürgern der DDR oft Kommentare auslöst, die nicht unbedingt von brüderlicher Liebe zeugen, obwohl man Verständnis für die schwierige Situation des Nachbarn hat. Die meisten Betriebe haben eigene Verkaufsstellen. Dorthin werden Waren geliefert, die im Angebot knapp sind. Auf diese Art versucht man, einen Ausgleich für diejenigen zu schaffen, die erst nach Feierabend einkaufen können. Herr Sobotka hat fürs Wochenende eingekauft. Er ist nämlich für den Haushalt zuständig und kocht für die ganze Familie, wenn sein Schichtdienst es zulässt. Sobotka, wie haben Sie das eingeteilt mit der Hausarbeit? Wer macht was? Sie kochen, ja? Ich koche sehr gerne sogar und das ist eben mein Hobby und kann mir gar nicht alles vorstellen, ob nur meine Frau kocht oder ich das. Ich werde eben gekochen hier jeden Tag und dann. Und was machen Sie noch im Haushalt? Ja, was mache ich noch? Ich gehe einkaufen. Das mache ich auch tagtäglich auch. Und was noch? Ein bisschen aufräumen. Ja. Wobei das nicht gerade meine Spezialität ist, das große Aufräumen hier. Ist das so, macht Ihnen das Spaß oder macht man das bloß, weil es nicht anders geht, wegen der Schicht? Oder? Nein, das will ich gar nicht sagen. Eben, wie ich schon sagte, dass eben das Kochen mein Hobby ist. Und die Familie ist das auch? Auch sehr gerne sogar, glaube ich. Ich habe auch schon von anderen Seiten Lobe gehört darüber, dass ich gut kochen kann. Und da freut man sich auch. 5 Kilometer von Schwerin entfernt liegt das Kabelwerk Nord in der weiten, flachen mecklenburgischen Landschaft. Seit etwa 20 Jahren werden in dieser Gegend systematisch Industriebetriebe angesiedelt. Im Kabelwerk Nord arbeiten Rita und Rainer Sobotka. Der Betrieb gehört zu einem sogenannten Industriekombinat. Das Hauptwerk, der VEB Kabelwerk Oberspree, befindet sich in Berlin. 2200 Menschen arbeiten hier. Gefertigt werden hochwertige Kabel aller Art, die zum Teil auch in den Export gehen. Pro Jahr werden etwa für 1 Milliarde Mark der DDR Erzeugnisse hergestellt. Während Herr Sobotka zu Hause noch kocht und abschmeckt, hat Frau Sobotka schon die Hälfte ihres Arbeitstages hinter sich. "24 Frauen und ein Mann bilden hier in der Lohnbuchhaltung eine Brigade, also eine geschlossene Arbeitsgruppe, deren Gesamtleistung im sozialistischen Wettbewerb gewertet und gegebenenfalls auch prämiert wird. Frau Sobotka, Sie haben ja nun eine Arbeit hier, über die Ihr Mann wahrscheinlich überhaupt nicht sehr glücklich ist, nicht? Nein, das stimmt. Sie wissen ja genau, was er verdient. Der arme Mann hat keine Gelegenheit, irgendwo mal ein bisschen... Etwas abzuzweigen, ja, ist nicht drin. Aber es geht trotzdem, ja. Gibt keinen Ärger. Genau. Was mich interessieren würde, ist, was bietet denn zum Beispiel ein Betrieb hier an, wenn Frauen mit Kindern arbeiten? Sie haben ja auch Kinder, die jetzt ja schon in der Schule sind. Ja. Wie war denn das, als Sie noch kleiner waren? Also wir haben ja einen sehr schönen Betriebskindergarten. Da werden die Kinder am Tage betreut und auch die ganze Woche über. Da ging unser Kleine die Zeit über in den Kindergarten. Dann haben wir hier gute medizinische Betreuung. Ja? Wenn die Kinder krank sind in dem Kindergarten, dann kann man sie auch hierüber in die Poliklinik bringen und dann werden sie untersucht da. Dann haben wir die Zahnambulanz. Kinderkrippe ist auch da. Gibt es Einkaufsmöglichkeiten auch? Einkaufsmöglichkeiten gibt es hier auch. Wir haben eine schöne Verkaufsstelle. Dann haben wir eine Post. Da kann man auch alles allerhand erledigen. Wie ist das eigentlich, wenn das Kind dort untergebracht ist? Was muss man bezahlen dafür? Also 18 Mark, wenn es die ganze Woche da, also wenn es einen ganzen Monat da war, das Kind, dann 18 Mark. Und was wird dafür geboten? Dafür Frühstück, Mittagessen und Nachmittagskaffee. Gerüchtweise haben wir verlauten hören, dass Ihr liebstes Hobby die Feuerwehr ist. Stimmt das? Ja, das stimmt. Und
Und was machen Sie da? Naja, wir machen richtige Übungen, ne, und kommen dann auch richtig zum Einsatz, wenn hier mal, was wir nicht hoffen, mal ein Brand ist oder so, ja. Hier bei der Werkfeuerwehr? Hier bei der Werkfeuerwehr, ja. Ist das eine ganze Frauenmannschaft? Ist eine ganze Frauenmannschaft. Naja, ist das nur so ein Alibi für die Männer, dass sie sagen können, wir haben auch ein paar Frauen, oder ist das eine wirkliche? Nein, das ist eine wirkliche Frauenmannschaft, die auch richtig trainiert wird und auch zum Einsatz kommt. Ja. Das Kabelwerk Nord ist jetzt etwa 20 Jahre alt. Im Betrieb spricht man mit einem gewissen Stolz davon, dass mit diesem Werk sozusagen die Industrialisierung des rein ländlichen Bezirks Schwerin begann. Inzwischen ist es 14 Uhr. Für Rainer Sobotka hat jetzt die Schicht begonnen. Herr Sobotka bedient eine automatische Anlage, die Kupferkabel mit einem Isoliermantel umkleidet. Im Wesentlichen besteht seine Aufgabe darin, den Arbeitsablauf zu überwachen und die Kabeltrommeln zu wechseln. Auch die Kollegen dieser Schicht bilden eine Brigade. Die einzelnen Brigaden stehen im Wettbewerb. Dabei geht es vor allem um hohe Leistung und gute Qualität. Den Siegern winken Auszeichnungen und Prämien. Die Brigadearbeit soll vor allem auch menschliche Kontakte fördern und so wiederum bessere Arbeitsleistungen bewirken. Ob dieses Ziel erreicht wird, hängt von vielen Faktoren ab. Entscheidend ist vor allem, ob bei der Zusammenstellung einer Brigade jede Meinung gehört und respektiert wird, was sicher sehr oft nicht geschieht. Das Kabelwerk ist ein eigenständiges Zweigwerk. Die zentrale Planung aber, ein wichtiges Prinzip des sozialistischen Systems, liegt beim Hauptwerk in Berlin. Dort werden die wichtigen Entscheidungen gefällt. Auch unsere Dreharbeiten wurden dort genehmigt. Zentrale Planung hat sicher Vorteile, nur besteht die Gefahr, dass dabei die Verantwortung der Menschen an der Basis unterschätzt oder einfach ignoriert wird. Wir erlebten ein Beispiel, das schon an der Grenze zur Satire lag. Vorgesehen war ein Interview mit Herrn Sobotka und zwei Brigademitgliedern. Da der Lärm in der Halle zu groß war, schlugen die Arbeiter vor, das Gespräch in die moderne schöne Kantine zu verlegen. Darüber jedoch konnte hier im Werk nicht selbstständig entschieden werden, was keinem der Beteiligten einleuchtete. Gibt es denn jetzt auch private Kontakte zwischen Brigademitgliedern? Spielt das ins Private hinein oder will man dieselben Nasen, die man den ganzen Tag sieht, abends nicht mehr sehen? Ach, wir sind auch oft privat zusammen. Wir machen ja zweimal im Jahr mindestens eine Feier zusammen, ne? Eine Dampferfahrt. Ne? Oder wir gehen mal zusammen Bier trinken abends. Beschließen Sie das jetzt, dass Sie die Fahrt machen wollen, oder ist das so eine Art Verpflichtung, dass man sagt, jetzt müssen wir das auch machen? Das beschließen wir meistens immer, ja. Ja. Wenn das finanzielle Geld dafür vorhanden ist, sagen wir, nun machen wir ein halbes Jahr, machen wir wieder eine schöne Fahrt mal irgendwo hin, ja. Was passiert denn, wenn so zwei, drei Mitglieder der Brigade vielleicht eben nicht so gut mitmachen, einfach sich sperren, keine Lust für bestimmte Dinge haben? Was passiert denn dann? Werden die gemaßregelt von den anderen, oder? Na, nicht gemaßregelt in dem Sinne, die man gemaßregelt allgemein gebräuchlich ausspricht. Aber man versucht doch, sie zu erziehen. Wie denn zum Beispiel? Na, erstmal durch Überreden, durch Beeinflussung, ne? Mal mitnehmen, mal mitschleifen sozusagen. Ne? Und sie finden dann auch Gefallen dran an dem gesellschaftlichen Zusammensein. Denn es kann ja auch sein, dass einer zu Hause Probleme hat zum Beispiel, die ihn belasten oder so. Ja, redet man auch über solche Dinge auch mal? Diese Dinge werden in der Brigade besprochen und auch die einzelnen Kollegen helfen und trösten und sich auch da. Es gibt ja immer, bei der Arbeit gibt es Probleme, gibt es Konflikte, da kommt irgendeine Anordnung von oben, die man an der Basis unten ganz anders sieht und so weiter und so weiter. Wenn es Auseinandersetzungen gibt, wie werden die gelöst? Ja, wir besprechen das meistens mit dem Schichtleiter, ja, wenn wir uns nicht damit einverstanden erklären, dass die Anordnung uns so betrifft. Der Schichtleiter gibt es dann weiter am Meister und dann setzen wir uns noch zusammen und regeln eben das Problem. Zu beiden Seiten Verständnis natürlich, ja, ne? Werden solche Sachen zum Beispiel auch auf Gewerkschaftsebene ausgetragen? Geht es da manchmal hart her bei bestimmten Auseinandersetzungen? Ja. Naja, manchmal wird doch recht hart diskutiert, ne? Zum Beispiel auch, wird auch der Werkleiter nicht geschont, wenn Diskussionen sind. Wie geht man eigentlich mit Vorgesetzten um? Ja, wie geht man mit Vorgesetzten um? Vorgesetzter ist auch kein anderer Mensch wie ich oder wie alle anderen. Er hat eben nur eine höhere Qualifikation, würde ich sagen. Und wir sind eben mit unseren Vorgesetzten so weit vertraut, dass wir auch da mal mit Problemen hinkommen können. Und dann eben klar unsere Meinung und offen sagen können, ja. Da, guck mal, du hast jetzt Roll E geschrieben. Jetzt musst du das ändern noch.
Für die Nachhilfe bei den Schularbeiten ist Frau Sobotka zuständig. Sie ist nachmittags ja fast immer zu Hause. Wie heißt das hier? Fein, ganz runter jetzt. Mutti, kommst du mal her? Die beiden Jungen teilen sich eines der beiden größeren Zimmer. Den kleinsten Raum der Wohnung benutzen die Eltern als Schlafzimmer. Arbeiten Sie eigentlich, weil es Ihnen Spaß macht, oder arbeiten Sie nur, weil man Geld mitverdienen muss? Ich brauche den Kontakt zu den Kolleginnen. Ich könnte mir das gar nicht vorstellen, wenn ich den ganzen Tag hier mit den Kindern verbringen würde. Ich war ja auch schon 2x3 Jahre zu Hause und es ist einfach nichts. Also es ist besser im Betrieb, man ist nicht so isoliert. Ja. Ne, hier. Aber die Belastung ist natürlich doch ein bisschen höher immer für die Frau. Ja, die Belastung ist ein bisschen größer und ich werde vielleicht später auch mal etwas weniger arbeiten, ein paar Stunden. Bis jetzt haben Sie eine volle Schicht? Bis jetzt arbeite ich volle Schicht, ja. Aber sonst vielleicht mal 6 Stunden arbeiten. Ne? Die beiden sind ja praktisch auch im Kinderhort mit groß geworden, nicht? Ja. Die ganze Zeit über, bevor sie jetzt zur Schule gingen, ja? Ja, im Kindergarten. Mhm. Im Kindergarten? Ja, in der Kinderkrippe nicht. Ich war dann 3 Jahre zu Hause bei dem Kleinen und auch bei dem Großen. Ja. Es ist nur der Kindergarten. Mhm. Und meinen Sie, dass so eine Horterziehung oder so sich nachteilig auswirkt? Nein, das möchte ich nicht sagen. Also die Horterziehung ist, die Kinder werden sehr selbstständig. Die werden ein bisschen zur Selbstständigkeit erzogen. Zum Beispiel unser Große, der weiß ganz genau, was er zu Hause zu tun hat, wenn er vom Hort kommt. Er macht seine Hausaufgaben selbstständig. Ich meine, er fragt oft, dann antworte ich. Aber im Großen und Ganzen macht er das alles allein und das lernt er im Hort. Mhm. Und was will er denn werden? Weißt du das schon? Ich will Maurer werden. Was willst du werden? Maurer. Maurer? Warum gerade Maurer? Ja, weil man da so schöne Häuser bauen kann und das ist auch schön. Aha. Wissen Sie, was ich werden will? Was willst du werden? Ich will Lokfahrer werden. Lokfahrer? Auf einer elektrischen Lok, oder? Wer in Schwerin vom Bahnhof zur Innenstadt will, kann mit dem Fährboot über den Pfaffenteich fahren. Das tun auch Sobotkas, wenn sie einen Stadtbummel machen. Besonders für Kinder ein billiger Spaß. Fahrpreis 5 Pfennig. Schwerin hat heute etwa 110.000 Einwohner und ist sicher eine der schönsten Städte in der DDR. Umgeben von vielen Seen und in herrlicher Landschaft gelegen. Viele Bewohner, die aus anderen Orten hierher zogen, wollen nie wieder weg. Das liegt auch am Menschenschlag hier oben im Norden. Die Mecklenburger sind gemütlich und herzlich. Das Wort Hektik hat hier noch keinen hohen Stellenwert und kommt im Plattdeutschen wohl überhaupt nicht vor. Schwerin blieb vom Kriege verschont. So viel Glück hatten nur wenige Städte in Deutschland. So ist auch die alte Innenstadt noch weitgehend erhalten. Sie wird inzwischen immer weiter restauriert und renoviert. Besonders hier am Alten Markt in der Nähe des Domes gibt es auch, gemessen an anderen Städten, eine ganze Menge Cafés und Gaststätten. Viele alte Häuser sind allerdings dringend renovierungsbedürftig. Wenn es gelingt, eine möglichst große Zahl davon zu erhalten, dann ist Schwerin einer der wenigen Orte, die noch einen in Jahrhunderten gewachsenen und kaum veränderten Stadtkern besitzen. Sobotkas spazieren gerne durch die neue Fußgängerzone, auch wenn ein Einkaufsbummel nicht immer die reine Freude ist. Man muss immer genug Geld bei sich haben, sagte uns ein Schweriner, weil man vielleicht gerade etwas sieht, was man schon endlos lange sucht. Das sind Probleme des Alltags, die jeder kennt und die auch jeder kritisiert. Es wird überhaupt mehr diskutiert und kritisiert, als wir im Westen gemeinhin glauben. Aber man tut das eben nicht unbedingt gegenüber Leuten, die aus einem Lande kommen, in dem materieller Konsum ein so wichtiger Gradmesser für die Qualität des Lebens ist.
In diesem Delikatladen gibt es hochwertige Nahrungs- und Genussmittel, allerdings zu gepfefferten Preisen. Ein schottischer Whisky kostet etwa 80 Mark. Auch Sobotkas sind davon nicht begeistert. Sie sind gute Bürger der DDR, sie bejahen den Sozialismus. Aber sie sehen auch kritisch Probleme ihres Staates, die für einen Arbeiter natürlich anders spürbar sind als für einen Dichter oder Schriftsteller. Sobotkas haben uns vor der Kamera bereitwillig viele Fragen beantwortet. Man muss aber wohl Verständnis dafür haben, dass sie sich vor völlig Fremden nur ungern über Mängel und Schwächen ihres Staates äußern. Dies würde vermutlich auch Menschen bei uns so gehen, wenn eine Kamera aus der DDR vor ihnen stünde. 69 haben wir geheiratet und dann sind wir nach Gadebusch gezogen. Da wohnen meine Schwiegereltern oder wohnten meine Schwiegereltern. 2 Jahre haben wir da gewohnt und sind dann nach Schwerin mit den Schwiegereltern gezogen. Und haben dann auch noch bei den Schwiegereltern gewohnt? Auch noch bei den Schwiegereltern gewohnt. Das war sicher problematisch, nicht? Sehr problematisch. Wohnungsproblem ist ja groß. Ja. Und ein Zimmer hatten wir nur, ein Durchgangszimmer. Und die Schwiegereltern mussten da durch immer? Mussten da immer durch, ja. Ja, jedenfalls haben wir uns viel versucht in der ersten Zeit, ne? In der ersten Zeit. Bis wir unsere erste Neubauwohnung bekamen. Ja. Da waren wir natürlich riesenglücklich darüber. Und wir haben sozusagen angefangen mit nichts und haben uns eben wirklich was aufgebaut, ne? Kann man ja sagen. Ich will noch mal nach Ihrer Ausbildung fragen, Herr Sobotka. Sie sind ja jetzt Maschinenfahrer, Maschinenfahrer dort im Kabelwerk, nicht? Und wie ist es denn zu dieser Ausbildung gekommen? Haben Sie das gleich gemacht oder erst was anderes? Ja, erst habe ich auch noch was anderes gemacht. Ich war im Büro und das ist ja nicht meine Welt da, im Büro überhaupt zu arbeiten. Ich habe versucht, da ich ja auch ein Abitur habe, habe ich eben versucht, ein Ökonomiestudium. Und das war mir ein bisschen zu doll trocken. Das war überhaupt nicht für mich, ne? Und jetzt, da ich nachher meine Grundwehrdienstzeit abgeleistet habe bei NVA, NVA, müssen wir sagen, ist die nationale Volksarmee, also der Wehrdienst, ja. Und da habe ich mich eben Kabelweg beworben. Dann bin ich auch gleich eingestiegen bei einem Erwachsenenqualifizierung und habe dort meinen Facharbeiter gemacht. Sie haben also praktisch das Studium aufgegeben und... Ja. Und warum eigentlich? Das war Ihnen nicht, das war Ihnen alles die Sachen zu trocken? Ist überhaupt die ganze Büroarbeit, das, ich muss eben sehen, wenn ich an der Maschine bin, wie jetzt zum Beispiel, also da muss irgendwas bei rauskommen, dass ich eben sagen kann, guck mal, ich habe das und das geschafft, also was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Und die Arbeit, die gefällt Ihnen? Ja, auf alle Fälle, ja. Ist es eigentlich für Sie problematisch in so einem Neubaugebiet, so ein riesiges Neubaugebiet, da ist man doch erstmal sehr anonym und kennt niemand. Aber das geht ganz schnell, man lernt sich so schnell kennen hier im Haus. Ja. Ja. Und wir sind auch endlich im Haus eine ganz gute Truppe zusammen hier, da kann man auch mal rübergehen zum Nachbarn und sagen, wenn wir mal zum Beispiel ausgehen wollen oder irgendwas, dann sagt man, können Sie nicht mal auf die Kinder aufpassen und sowas, ne? Dann machen die das auch, ja. Da gibt es Kontakte, ja. Da gibt es, ja, auch wenn wir zum Beispiel im Urlaub fahren oder was, ne? Mhm. Dann kann man eben sagen, hier habt ihr meinen Schlüssel, könnt ihr mir nicht mal die Blumen gießen oder irgendwas, ne? Dann, das machen die dann ist ja auch. Ist gar kein Problem. Und ist auch sehr bequem hier im Neubauviertel. Wir haben hier alle Kaufhalle dicht und Kindergarten und Schule, das ist alles gleich um die Ecke. Ich möchte Ihnen jetzt mal ein bisschen in die Lohntüte gucken. Was verdienen Sie denn? Oder sagen wir mal, was hat die Familie denn zusammen an Geld? Wir haben monatlich 1.500 Mark netto. Netto? Netto, ja. Und da ist weiter noch nichts an Miete weg und so. Jetzt, nein, Miete ist doch nicht. Wenn, 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 ja, das lassen wir über Konto gleich abziehen. Das wird das gleich 85 Mark, die wir hier für diese mit, da ist allerdings auch schon warm Wasser drin, Heizung in diesen 85 Mark Miete, ja. Ja. Na, und was haben wir denn noch für Ausgaben eventuell nachher dann, wenn die Kinder eben auch im Schulort essen, dann bezahlen wir Mark, das sind 12 Mark eventuell im Monat, ne, für das Essen, wenn sie Mittagessen dann in der Schule im Hort. Ja, und wie teilt sich das jetzt auf? Wie viel verdienen Sie etwa davon? Ja, was habe ich im Durchschnitt? 950 Mark etwa, ja. Und wie ist es bei Ihnen in der Lohnbuchhaltung? 550, 580 so netto. Und wie teilen Sie das Geld jetzt denn so ein? Was braucht man für den Haushalt in etwa? Ja, im Haushalt noch für einen Monat würde ich sagen. Ich mache das ja nur das Finanzielle, da ich auch einkaufen gehe und alles. Ja. Ich würde sagen 600 Mark, 700 Mark etwa. Ja, für normal. Dann essen wir aber sehr gut schon, da wir auch so ein bisschen mehr oder weniger Feinschmecker sind. Mhm. Wir kaufen uns mal irgendwas Neckiges für abends so mal, wenn wir alle zusammen sind. Aber
Was würden Sie sagen, was geht denn aber dann ins Geld? Wenn man jetzt zum Beispiel Kleidung oder so, da muss man dann doch schon ein bisschen drauflegen, nicht? Ja, da bezahlt man ein bisschen mehr für Kleidung. Aber für uns, das ist eben, für uns ist wichtig, dass die Grundnahrungsmittel billig sind. Ja, ne, ja. Dass unsere Kinder genug zu essen haben, das ist wichtig, ne? Und spart man denn jetzt was von dem Geld noch? Das bleibt unser Geheimnis, ja. Wir sparen. Wir sparen. Wofür sparen Sie denn? Eventuell für eine größere Reise mal. Ja. Oder vielleicht mal für ein Auto, ne? Na, Auto wollen wir nicht sagen, das ist meine Hilfe. Für was für eine Reise würden Sie denn sparen, ne? Also wir würden für eine Bulgarien-Reise sparen, ne? Anni, ja. Ja. Wenn denn, ja. Aber das wird natürlich dann ziemlich teuer. Diese Reisen sind ja ziemlich teuer, ja, nicht? Die sind teuer, da das stimmt. Da müssen wir noch ein bisschen sparen. Ja. Und wo fahren Sie denn sonst im Urlaub hin? Wo waren Sie denn bis jetzt so? Wir waren in Graumüritz. Wir fahren immer zur Ostsee, wenn uns die Möglichkeit geboten wird. Ne? Und wie bekommt man, das ist auch interessant, wie bekommt man denn solche Ferienplätze? Ferienplätze sind ja gesucht. Ja, sehr sogar. Ne? Das geht über den Betrieb, da existiert eine Ferienkommission. Kann man sich denn die Ferienplätze aussuchen? Das geht wahrscheinlich nicht, ne? Doch, es existiert eine Liste, da sind alle Ferienplätze drauf, ne? Ja. Und dann kann man sich aussuchen, wo man hin möchte. Naja, aber das wollen ja wahrscheinlich sehr viele immer, ja, die See und so. Ja, sehr gefragt, ne? Und das wird dann eben beraten in der Ferienkommission. Wer letztes Jahr war, der muss dann eben ein Jahr warten, dann kommt der nächste ran, der noch nicht war, ne? Also das wird dann immer... Und wo sind Sie da untergebracht? In einem Ferienheim vom Betrieb mit Essen... Frühstück müssen wir uns selber. Ja. Ne? Aber Mittagessen und Abendbrot, das ist... Und wie lange bleiben Sie da? 14 Tage. 14 Tage. Mhm. Und mit 4 Personen? Mit 4 Personen. Und was kostet das dann? So circa 200 Mark mit Essen aber mit drin, ne? Das ist, da gibt es also... Essen und Unterkunft, das heißt. Essen und Unterkunft, ja. Essen und Unterkunft. Mhm. Also, Bodka, Sie sind in der Sozialistischen Einheitspartei? Ja. Ja. Ich möchte mal ein bisschen danach fragen, warum geht man in diese Partei oder überhaupt in die Partei? Was bedeutet das für Sie? Ist das eine besondere Verpflichtung oder bringt das jetzt für Sie mehr Arbeit mit oder bringt es Vorteile mit sich? Na, es gab eine Zeit, da hat man vielleicht gedacht, wenn man in eine Partei geht, dass man dann eben Vorteile dadurch hat. Ich meine, diese Leute haben sich natürlich auf den Bauch gelegt dabei, ne? Und für mich ist das eigentlich normalerweise eine Verpflichtung, dort eben in den Reihen der Partei zu stehen, da ich selbst ja nun, wie schon gesehen, Arbeiter bin, obwohl ich ja nur Abitur habe. Und ich muss eben in vorderster Front stehen, in der Arbeit und überall jetzt, auch im gesellschaftlichen Leben. Was verlangt man denn von Ihnen zum Beispiel? Was erwartet man von Ihnen? Erwartet man höhere Leistungen? Ja, höhere Leistungen, naja, auf alle Fälle würde ich sagen, ganz hervorragende Leistungen. Ne? Wir brauchen ja nicht davon gleich von der höheren Leistung ausgehen, aber dass ich eben Qualitätsarbeit produziere. Ja, aber das müsste doch eigentlich jeder in einem Betrieb tun. Ja, müsste ja, aber es gibt ja eben solche Leute, das ist klar, ne? Das gibt es überall. Und wie ist es denn zum Beispiel mit einem Begriff, den man bei uns gar nicht kennt, gesellschaftliche Arbeit? Was versteht man eigentlich darunter? Frau Sobotka weiß da sicher auch, was ist gesellschaftliche Arbeit? Was macht man da? Unter gesellschaftliche Arbeit würde ich sagen, nach dem Betrieb die Arbeit, die man da macht. Wenn man abends nach Hause kommt und dann sich noch zusammenfindet mit dem Kollektiv, zum Beispiel Samovar-Abend macht oder ins Kino geht oder Theaterbesuch oder so, ja? Ja. Das ist alles nach der Arbeitszeit. Das würde ich aber das machen doch alle Leute, dass sie mal zusammen ins Kino gehen und gemütlich zusammensitzen. Ja. Warum heißt das gesellschaftliche Arbeit jetzt? Es nutzt der Gesellschaft oder? Ja, das so würde ich das auch sagen. Das ist die Arbeit. Da kann ich ein ganz einfaches Beispiel bringen. Und zwar ist das ja auch hier eben Neubaugebiet gewesen alles. Und ist ja ganz klar, dass das dann eben noch kein Rasen da ist und so weiter und eben auch hier die Spielplätze nicht da sind. Und dann gehen wir eben eine Verpflichtung ein, zum Beispiel auch hier im Haus, dass wir dann eben einen Rasen ansehen oder einen Vorgarten machen und so weiter. Und dass wir den dann auch selbst dann auch pflegen und alles drum und dran, damit wir den eben nett haben und schön haben. Ne? Wenn aber jetzt jemand also zum Beispiel keine Lust hat, das sind ja freiwillige Verpflichtungen, die man da übernimmt. Wenn aber nun jemand keine Lust hat und sagt, ich gehe lieber, in die Bibliothek oder ich lese lieber und ich mag also nicht dauernd da solche Sachen machen. Hat der irgendwo Nachteile dann?
Ja, in dieser Sache würde ich sagen, nicht. Wenn einer jetzt meinetwegen nicht mithilft, den Spielplatz anzunehmen, da hat er keine Nachteile von. Natürlich schimpft man dann auch, guck mal, der macht, wir machen das immer und der macht das nie. Ja. Ne, aber im Großen und Ganzen... Und wann und wo hätte er Nachteile, wenn er bestimmte Dinge nicht übernimmt? Naja, vielleicht im Betrieb. Gesellschaftliche Arbeit hast du normalerweise gar keine Nachteile. Wenn du eben nicht mitmachen willst, ich meine, man spricht mit dem Menschen und ohne, dass er eben vielleicht doch angeregt wird, irgendwie was mitzumachen, dann... Wir wollen ja keinen irgendwie hinter uns herlassen oder was. Wir wollen ja alle mitnehmen dann. Ne? Wird es einem manchmal auch zu viel? Kann das passieren, dass man manchmal sagt, also das reicht es mir aber mal? Naja, es kommt auch schon mal vor, ne? Dass man dann sagt, oh, schon wieder heute. Ne? Mhm. Aber es kommt auch ganz drauf an, was es denn ist. Ne? Aber sonst, wenn es eben solche Veranstaltungen sind, die einen interessieren, dann geht man gern. Aber manchmal dann sagt man auch mal. Mhm. Wie ist das eigentlich, wenn... im Betrieb also jetzt mal eine kritische Situation eintritt, Produktionsausfall oder sonst was, dann müssen ja bestimmte Dinge nachgeholt werden, Sonderschichten gefahren werden oder so. Sind Sie da verpflichtet, dann als Parteimitglied sozusagen an der Spitze zu stehen oder so? Wie ist das bei ihm? Er ist immer der Erste, der dabei ist. Ja, aber das ist ja nicht so, dass ich dazu verpflichtet bin. Da ärgere ich mich immer meistens drüber, ne? Nicht jeden Sonnabend, aber es kommt sehr oft immer vor, dass er dann mal geht und er ist immer dabei. Könnt ihr auch mal ein anderer machen, ne? Ja. Warum sind Sie so? Ja, ich bin eben so ein Mensch, ich bin froh, wenn alles läuft und so weiter und anständig was dabei rauskommt, ne? Und deswegen kann ich das nicht sehen, wenn eine Maschine steht nur und ich kann nichts machen da, ne? Ja. Wie ist es eigentlich mit dem Verhältnis zum Betrieb? Das ist ein volkseigener Betrieb. Glauben Sie, dass Sie da ein anderes Verhältnis zu Ihrem eigenen Betrieb haben, als das vielleicht ein Arbeiter in einem westlichen Land hat? Ja, nun kenne ich ja nicht die Verhältnisse von einem westlichen Land, also von einem Arbeiter, der wie er nun zum Betrieb steht. Also ich bin eben so, dass das, was wir da produzieren, das ist ja nur für uns. Denn umso mehr wir produzieren, umso mehr wird das Volkseigentum gemehrt und so weiter. Und dadurch haben wir eben wieder Vorteile. Gibt es Auseinandersetzungen über betriebliche Probleme oder auch über allgemeine politische Fragen, zum Beispiel auf Gewerkschaftsebene oder Parteiebene, geht es da mal hart auf hart auch? Ja, bei uns ist es ja so, im Grunde machen wir unsere Gewerkschaftsversammlung so, dass da eben Probleme geklärt werden können und auch müssen. Denn ich meine, Probleme gibt es überall, denn wenn es keine Probleme mehr geben würde, würde es ja keine Weiterentwicklung geben. Ne? Eben. Und nur ist das so, wenn wir wirklich harte Probleme haben, wir haben ständig einen staatlichen Leiter bei unseren Gewerkschaftsversammlungen dabei, da ist auch die ganze Brigade dann da. Was ist ein staatlicher Leiter? Staatlicher Leiter, wie meinen Sie jetzt? Was es ist von der Funktion her, ein staatlicher Leiter? Staatlicher Leiter ist Hauptabteilungsleiter, ne? Und Bereichsleiter, sowas, Meister. Ne? Also aus der Produktion? Ja, aus der Produktion her, ja. Und der ist dabei dann? Der ist auf alle Fälle immer dabei. Irgendeiner ist immer dabei, der eben kompetent ist, diese Sachen auch entgegenzunehmen und auch zu klären eventuell. Mhm. Ist das bei Ihnen auch so? Ist bei uns genauso, ja. Ja, es werden sehr harte Diskussionen manchmal geführt, ne? Und die werden dann auch meistens nachher, also kommen immer zu einer Einigung. Mhm. Ne? Aber es ist schon... Auch gegenüber Vorgesetzten? Auch gegenüber Vorgesetzten, ja. Mhm. Samstagabend in der Bar des Hotels Stadt Schwerin. Die Sobotkas tanzen für ihr Leben gern. Außerdem hat Frau Sobotka in dieser Woche Geburtstag gehabt. Man feiert gemeinsam mit einem befreundeten Ehepaar. Auf gute Kleidung wird hier streng geachtet. Wer in Jeans oder Strickjacke erscheint, wird ohne Erbarmen abgewiesen. Einen gemütlichen Abend in einer solchen Bar genießt man umso mehr, als es nicht einfach ist, Plätze zu bekommen. Hier etwa muss man einen Tisch wochenlang vorbestellen, wenn man nicht stundenlang anstehen will. Denn es gibt viel zu wenig Vergnügungslokale. Ganz ohne Vorbestellung hingegen steht die reizvolle Umgebung der Stadt jedem zur Verfügung. Schwerin hat das, was man einen hohen Freizeitwert nennt. Die Parkanlagen am alten Schloss, die vielen Seen, dies alles genießen auch Sobotkas gern.
besonders an den Wochenenden. Beide Sobotkas sind hier in der Nähe geboren. Sie reisen gerne und Frau Sobotka würde sich auch freuen, mal Wien zu sehen. Aber sie hängen sehr an ihrer Heimat und können es sich kaum vorstellen, woanders zu leben. Das ist eben mein Vaterland. Hier bin ich geboren, aufgewachsen. Hier habe ich mir eine Existenz geschaffen und gar nicht mal schlecht. Und also ich stehe voll für meinen Staat ein. Wo haben Sie Kritik anzubringen? Oh, was wünscht man sich besser? Bleiben wir mal bei Versorgung zum Beispiel oder so, oder Preisen. Naja, was wünscht man sich? Also, wie gesagt, also für uns ist es erstmal wichtig, dass die Hauptnahrungsmittel billig sind, dass die Preise geblieben sind, ja, dass unsere Kinder nicht Hunger brauchen, man kann sich alles kaufen, Butter, Brot, das ist alles da, ne? Das andere, da muss man eben ein bisschen mehr bezahlen, muss man ein bisschen sparen und zum Beispiel jetzt Exquisitläden. Das wird es bei Ihnen sicher auch geben, dass dort Läden sind, wo es teure Sachen gibt, wo es Modesachen gibt und so ist es bei uns auch. Das sind auch Modellsachen und da gibt man immer ein bisschen mehr Geld auf, da spart man ein bisschen. Nur die sind im Verhältnis natürlich sehr, zum Teil sehr hoch. Dann, da muss man also wirklich sparen. Da muss man schon ein bisschen mehr Geld ausgeben. Ne? Ja, und das ist ja auch so, unser Staat ist eben erst 31 Jahre alt. Und in der Geschichte, was sind 31 Jahre, ne? Das ist ja dann nicht mal eine hundertste oder tausendste Sekunde, wenn man das so nimmt, ne? Und das ist doch ganz klar, wenn man von vornherein so sieht, die ersten Jahre, wie sich das alles entwickelt hat, da sind wir doch sehr weit schon gekommen. Mhm. Ich wünsche mir eben, dass eben insgesamt erstmal Frieden bleibt, auf alle Fälle, ne? Dass da nicht irgendwie einer von diesen höheren Leuten, die es auch da gibt, und die dann immer wieder drauf pochen, was ist nun mit Krieg und so weiter, und das mögen wir alle nicht. Mhm. Da bin ich überhaupt nicht drauf eingestellt, auf sowas. Welches Verhältnis haben Sie zu diesem Staat? Warum würden Sie sagen, leben Sie wirklich lieber hier? Man fühlt sich hier viel sicherer, die Kriminalität ist hier nicht so hoch und zum Beispiel auch Rauschgift, das ist bei uns nicht so. Und dann wie bei Ihnen der Mordanschlag in München, sowas würde hier bei uns auch nicht passieren oder ist noch nicht passiert bei uns. Mhm. Ansonsten würde ich mir wünschen, dass die Beziehungen zwischen der DDR und Westdeutschland sich noch verbessern oder noch besser werden. Ja, auf völkerrechtlicher Basis, ne? Im Rahmen der Entspannungspolitik, würde ich sagen. Eine Woche lang war unser Team mit Familie Sobotka zusammen. Und wir haben es alle bedauert, dass wir uns verabschieden mussten. Wir wollten ein Stück Alltag einfangen. Wobei es klar war, dass dies unter den gegebenen Verhältnissen nur zum Teil gelingen konnte. Die Sobotkas leben in einem Staat, der aus unserer Sicht viele schwerwiegende Mängel aufweist. Und sicher ist ihr Alltag oft mühsamer als bei uns. Wir haben eine Menge Gespräche in Schwerin geführt. Dabei mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass man zwar am eigenen Staat sehr viel auszusetzen hat, andererseits aber dem Westen viel kritischer gegenübersteht als früher. Allein die Tatsache, dass in der DDR der Arbeitsplatz durch Gesetz gesichert ist, wiegt angesichts der Arbeitslosenprobleme des Westens heute viel. Hinzu kommt ein gewisser Stolz auf die eigenen Leistungen. Die DDR war nach dem Krieg ein total ruiniertes Land. Sie musste ohne Kredite, eingespannt in drückende Bündnisverpflichtungen, ihren Aufbau allein bewerkstelligen. Rainer Sobotka sagte im Gespräch, was sind denn 31 Jahre in der Geschichte? Nicht mal eine tausendstel Sekunde. Es lohnt sich, über diesen Satz nachzudenken, sofern man die jetzige Wirklichkeit der DDR nicht als Ende einer Entwicklung ansieht. Davon wird zu reden sein, wenn sozialistische Länder ihre Grenzen nach allen Seiten öffnen können. Die Frage ist, wie viel Tausendstel Sekunden bis dahin noch vergehen werden?